Hallo, mein Name ist Casino und wir sind hier zurück bei Half-Life. Nun ja, wie ihr seht, dieser Stahlpfosten da ist immer noch erigiert im Gegensatz zum letzten Mal und wie ihr wahrscheinlich hört, der David ist nicht mit bei. Deshalb werden wir diesen Stahlpfosten da jetzt einfach nochmal umkippen. Ich schätze mal, dass das dieser grüne Punkt da sein wird auf der Karte. Das heißt, ich mache das ungefähr so und warte. Ja, so. So könnte das was werden. Framerate bleibt hier. So ist das möglicherweise. Trevor. Gut, Ja. Ach, ne Mist. Ah, lalalala. Ich habe jetzt vergessen, die Wand noch mit einzureißen. Das muss ich dann nochmal hoch. So. Wir müssen ja nämlich da... Das bringt uns ja natürlich nichts, wenn das jetzt darüber liegt, weil wir müssen dann noch die Wand da kaputt machen. Damit wir da drauf können. Ist doch Uno Mas, ne? Uno Mas. Ich will das nicht drehen, ich will das drücken. Alright. That's exactly how I like it. Rough and hard. Naja, Entschuldigung. So. Ich würde sagen, es geht doch ein wenig nee. Also wieder zurück. Denn diese Tür da ist nicht mehr offen oder noch nicht offen oder eins von beiden dürft euch aussuchen. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt aufschießen. Haha, das ist der Plan von Casino. Alright. Hier, genau da. Und nicht in die Richtung, sondern da. Das könnte es sein. Und. Ja, Treffer, alles klar. Gut, dann können wir jetzt endlich weiter. Finally. So. Alright. Was? Ups, ich glaube, der schießt auf mich. Lalalala, ich bin nicht da. Lalalala. 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 Stop! Wait a minute, Mr. Postman! Das erste Mal, dass wir das Half-Life-Logo übrigens sehen, außer an unserem Aufzug. Also das Lamp da, meine ich. Soviel ich weiß zumindest. Also mir ist es jetzt bis jetzt noch nicht aufgefallen, außer hier. Nun ja. Wait a minute, Mr. Postman! Ich glaube, ich habe gerade noch erspickt den Kapitel. Wir sind in ein neues Kapitel gelandet, nämlich Forget About Freeman. What the... Okay. Wir gehen jetzt drauf. Au! Ah, und sterb mein grausamen Tod. Ich glaube, hier ist nichts Spannendes. Das heißt, wir rennen da einfach aufs Geländer. Paparazzi. Hi. Hier ist irgendjemand ziemlich hysterisch aufgedreht. Du bist tot. Obwohl da direkt neben dir ein Health-Päckchen gewesen wäre. Naja, mal sehen, was der Hebel da macht. Hebel. What can you do with a drunken sailor? Oh. Kann ich das auch drücken? Oder den Hebel wieder zurück? Keine Ahnung. Ich. Einfach allen Hebeln ziehen ist eigentlich immer eine ganz gute Taktik. Ist es jetzt an oder aus oder beides? Es ist aus. Ja, alles klar. Whatever. Gut, ich nehme seine Munition und das Leben ist auch schon mal nicht schlecht. Auf sie mit Gebrüll. Aber ich nehme dich, ich habe schon gute Erfahrungen damit gemacht. Patscha! Alright, wo einer ist, sind mehrere. Ich hab's gewusst! Okay, du bist tot, alles klar. War es das? Na, ich bleib lieber. Mal sicherheitshalber bleibe ich nochmal noch auf der Waffe. Und hole mir das Leben, das da hinten war. Very, very yummy. Alright. What? Die, Motherfucker. Gacha. War's das? Links, rechts, 2, 3, 4. Blum. Nope.
Da drin war doch ein Leben oder so. Das wäre nicht von schlechten Eltern sozusagen. Nun ja. Mal schauen. Da die Kisten, die könnten ja auch noch was haben. So. 20 Bowlingkugeln. Ja, muss lang. Stop. Wait a minute, Mr. Postman. Was bist du denn? Wait, Mr. Postman. Ich couldn't get her out tonight, kleine Wanzen. Change her mind. What the? Ah! Wo bist du? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Okay. Kann ich die irgendwie kaputt? Ja, ich kann die sehr leicht kaputt machen sogar. Wo sind wir hier? Was zum? Wo bist du? Komm. Drei Leben noch. Nutzen wir, um zu schauen, was hier ist. Hier ist ein Mega-Böser. Und was noch so? Tod und Verderben. Alles klar, das heißt, den Weg gehen wir jetzt erstmal nicht. Aber da war ja noch ein Weg. Hier ungefähr. Let me through. Wanze, komm her. Acha! Okay, ich bin tot. Wait a minute. Wait a minute. Alright. Sexy. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Wir haben jetzt wieder sehr viel Leben, meine Damen und Herren. Sehr viel Leben. Dafür auch. Oder so. Ah, das ist cool. Habe ich noch nicht entdeckt gehabt bis jetzt. Aber anscheinend kann man hier mit Q Waffen wechseln. Hallo, Freunde. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Schmiede das Lambda. Das lässt uns auch nicht in Ruhe. Überall dieser Krach. Und da ist schon wieder diese Wanzen. Pimmelbier. Gatschaka. Der springt einfach runter, was mir ganz recht ist, ehrlich gesagt. Da kommen ja wieder immer mehr. Ah, oh Gott. Ich drehe jetzt einfach schnell da dran. Und renn runter. Kamikaze. Loading. Loading ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, wir dürften in der richtigen Richtung sein. Fastisch gesehen ist das hier alles falsch. So. Nope. I'm strictly against that. Was du kannst, kann ich schon lange. Yeah. Okay, ich erwarte alles, was böse ist. Da. Noch einer. Okay, die Gehirne sind ausgeschaltet. Erfolgreich von Casino, dem Profi. Nicht Leon der Profi, nein, der Film heißt eigentlich Casino der Profi. Ja, West und West. Ich würde sagen, es geht nach Westen. Und darf ich hier abtauchen? Nein. Darf ich da abtauchen? Nein. Wie schaut es mit den beiden Seiten aus? Blub, blub und blub. Nein und nein. Ja. Ja. Da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Alright. Da. Wie wär's, wenn ich einfach da drüber springe? Nicht. Okay, noch ein Versuch. Ich versuch's dreimal. Wenn ich es beim dritten Mal nicht schaffe. Geschafft. Gut. Alles klar. Und er kotzt mir einen Anzug Energie dahin. Ist da noch was? Nope. Und da auch nicht. Okay, das heißt, wir haben hier eigentlich alles ganz gut ausgebeutet. Und du bist schwul. Alright.
Ich nehme mal die da. Die da. Oder die da. Ist es die da? Was? Nein. Ja. Mit welcher Waffe konnte man unter Wasser schießen? Mit der Armbrust, glaube ich. Hotcha! Hör auf mich an zu knabbern! Niemand knabbert mich an! Ha, was haben wir hier? Schön. What do we have here? Das kann ich wahrscheinlich dann auch nicht kaputt hauen. Nope, not really. Not at all. Was? Nein. Was? Wo? Warum? Ich. Thanks God. Du hast mich nicht gekriegt. Du bist eine schwule Pute. Ne, Pute. Was? Also muss ich hier irgendwie weiter? Ah, okay. Alright. Schnell durch. Au, nein. Warte. Habe ich das gerade einfach angehalten, anstatt zu sterben? Oh. Ja, clever. Clever Bot, wieder am Werk. Nun ja, also ich gehe einfach darin, lass den Fisch in Ruhe und hoffe, dass er mir hier nicht folgen kann, weil es zu seicht ist oder so. Da kommt er doch garantiert nicht lang. Fischi. So, ich gehe jetzt einfach hier rein. Zup. Let me through. This is a place, through. So, let me through. Was zum Pfand tischen? Meine Güte. Dann hier würde ich mal sagen, auch einfach mal durch, quietschfidel. Oh Mann, ich nehme dich. Ich meine dich. Yeah. I have power. Power. Noch einer. Ich bin bereit für alles, Alter. Nehmt das was. Gut, das heißt folgendes. Nachladen, speichern, andere Waffe aus Sicherheit, runterfallen, wieder hochgehen. Nicht dieses Rote berühren, da nicht durchkommen, da drauf hüpfen, dann da runter gehen, dann nächstes Rote berühren und hier alles einsammeln. Oh. Das riecht doch verdammt nach Helikopter oder Panzer oder sowas. Da bin ich mir very sure. Very. Mal sehen. Huh! Flugzeug, Panzer. Wer wirft mit Granaten? Wer macht denn sowas? Ach, ich hätte nochmal nachladen sollen. Du bist tot. Und du bist auch tot. Aber ich. Richtige Waffe. Du. Kamikaze. Au. Ja, das mit dem Kamikaze hat gut funktioniert. Also, der Feind ist nicht gestorben, aber ich immerhin. Also 50% des Plans ist aufgegangen. Oder sind aufgegangen. Wie eine Wunde. So, wieder hier durchschlängeln. Wieder alles aufsammeln. Wieder. Dann alles nachladen. Dich zum Beispiel. Okay. Dann, wie mache ich das? Ich nehme den nicht, sondern den. Okay. Es ist doch gut gelaufen. Wir benutzen gerade diese Laserwaffe so oft wie noch nie vorher. Der sieht mich nicht, oder? Haha, doof. Du bist explodiert. Du bist explodiert. Da. Secure Access. Da darf ich nicht lang. Wieso auch? Gut, ein brennender Panzer. Es tut mir very leid. Very leid. Very, 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 very Wanderhure.
Das mit deinem Revolver hat da ganz gut geklappt, ne? Nö. Katscha! Yeah. 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 Ich gönne mir mal das hier noch. Dann noch diese Waffe. 99% ist ja super. Nicht ironisch gemeint übrigens. Aufzug und Lag. Dabei ist mir der Aufzug lieber. So, hier mal hinunter. Ich stelle mich mal. Loading. Ich stelle mich mal hier hin. Weil so ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass mich irgendjemand trifft, der da draußen steht. Ja, 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 da seht ihr mal. Ich denke, durchdacht. Niemand da. Aber dafür grünes Wasser. Und der Geigerzähler schlägt aus. Ich würde sagen, das ist ein Zeichen für Bösheit. Wieso leckt's denn so, bitte? I'm not a fan of that. Du bist tot, wie peinlich. Ah, hast wohl keinen Safe-Quick gehabt. Oder Quick-Safe. So, hier durchgeschlängelt. Geschlangeli-Root. Schlieschla-Schlast. Schland. Oh, Schland. Wir stehen auf eurer Seite. Da-da-da-da-da-da-da. Stirb bitte schnell. Ba da 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 Schland, oh Schland, wir stehen auf deinem Schland. Ich habe noch Leben dazu bekommen. Darf ich dich kaputt machen? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, Igitt, ich mag dich nicht. Das wollte ich nicht nehmen, ich wollte dich. Wo zum... Ah, Schande. Cool. Jetzt habe ich ganz viel Zeug versammelt. Stirb. Katscha, katscha, katscha. Kamikaze. Okay. Ja, also es gibt kleinere Frame-Lags und so weiter, um mal ein bisschen Fachjargon zu sprechen. Das heißt, ich mache jetzt einen Schluss. Ist zwar noch nicht, ist zwar eine sehr kurze Episode wahrscheinlich, aber trotzdem. Und ich bedanke mich für das Zusehen. Ja, weiter geht's beim nächsten Mal, würde ich sagen. Was eigentlich eine recht logische Konsequenz ist oder Folgerung. Aber auf jeden Fall, ich bedanke mich und auf Wiedersehen.